Ein kleines Update. Also ich bin jetzt wieder eine Woche lang schleimfrei unterwegs und das sieht man dann auch beim Aussehen, dass es einfach ein krasser Unterschied ist. Es ist nicht ganz roh, aber ich komme sehr, sehr gut mit klar. Zum Beispiel, da kann es vorkommen, dass ich den ganzen Tag halt wieder nichts esse und nichts trinke, aber dann doch eine Mahlzeit einnehme aus so 700 Gramm Schwarzwurzeln, die gebe ich im Glas für 90 Cent im Penny zum Beispiel. Und das sättigt wirklich sehr, sehr gut. Und es kann sein, dass danach dann noch ja, ein bisschen Nüsse und Saaten kommen. Und zwar dann so viel, wie ich dann auch satt bin. Es können dann auch 200 Gramm sein. Also gar nicht mal so wenig. Oder zwei, drei Avocado zum Beispiel. So viel, wie es halt gerade braucht, um den Stress zu regulieren. Ja. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie es jetzt momentan läuft, dass ich auch keinerlei Bedürfnis habe nach irgendwelchen schleimbildenden Lebensmitteln. Wollte ich sonst noch was dazu sagen? Nö. Ansonsten, also es sind einfach Früchte, wo es mich hinzieht und Gemüse, aber es kann halt auch erhitztes Gemüse sein und auch relativ regelmäßig Nüsse und Saaten und auch teilweise erhitzt, ja, das ist momentan mein Reinigungsstatus und da ich ja schon einmal sehr, sehr fortgeschritten war, ist es jetzt so, dass man gar nicht sehr weit zurückgehen kann. Also ich habe jetzt monatelang täglich gekocht, teilweise mehrfach und auch wie nennt man das? Horrende Mengen, weiß ich nicht, zu mir genommen. Also auch an Getreide und so weiter. Und ja, dennoch, es gibt keinen Weg zurück. Also jetzt, wo das mal eine Woche aufgehört hat, merkt man wieder krass, wie schnell man zurückgezogen wird, in die Richtung, wo man eigentlich schon war. Ja. Was ich manchmal mache, sind gekeimte Buchweizen mit 50% Gemüse mischen, ein bisschen Kräuter und Gewürze und das dann essen. Das ist sehr, 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 sehr sättigend manchmal. Also manchmal bei Stresssituationen ist das sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Wenn kein Stress da ist und ich esse was trotzdem, dann bringt es mir, also das habe ich so oft ausprobiert jetzt schon, es bringt dann einfach nichts und zusätzlich belastet es sogar noch, also darüber hinaus. Wenn ich aber Stress habe, merke ich, wie extrem viel das was bringt. Das habe ich so oft ausprobiert, dass der Beweis, dass dieser Stress einfach total Energie absaugt. Wenn ich keinen Stress habe, dann habe ich sogar gar kein Bedürfnis nach irgendwas, auch nicht nach Früchten. Höchstens mal einen Saft, so einmal am Tag einen Fruchtsaft oder sowas, einen frisch gepressten. Und deswegen werde ich jetzt auch wieder in dem Status weitermachen, also eine Mischung aus, je nachdem, wie der Stresslevel ist, aus Trockenfasten, Saftfasten, wobei es halt dann kein Fasten ist für mich, mich sondern gut dabei fühle. Auf jeden Fall eine Mischung halt aus nichts essen, nichts trinken und aus nichts essen und aus ab und zu sogar halt erhitztes Wurzelgemüse und Nüsse und Saaten. Und ja, ich habe ein halbes Jahr lang gar keinen Sport gemacht, also nichts, rein gar nichts an Sport, überhaupt nichts. Vielleicht 1% von dem, was ich sonst gemacht hatte. Dennoch ist Sport, finde ich, sehr, sehr wichtig und damit geht alles viel schneller. Aber es hat auch so seine Gründe, warum ich das mal eine Zeit lang nicht gemacht habe. Ja, da liegt eine Tüte Äpfel, die habe ich gesammelt.
Also ich habe ja jede Woche ungefähr eine halbe Tonne Äpfel gesammelt, das meiste aber nicht für mich. Aber ich habe dann immer so 25 Kilo, 15 Kilo eher mitgenommen. Nächste Woche ist das letzte Mal Äpfel, Birnen. Diesen Monat habe ich noch keinen Cent ausgegeben. Ich hatte die Äpfel, ich hatte die Birnen, ich hatte von meinem Opa aus dem Garten Kürbis, ich hatte Kartoffeln, wo ich noch ein paar aber von gegessen hatte. Ich habe Kräuter gehabt, ich hatte ein bisschen Gemüse gehabt und ansonsten Vorräte. Ja. Aber morgen werde ich einkaufen. Habe momentan gar kein Bankkonto. Ich hatte mal irgendwie so 200 Euro Schulden für 2 Monate, haben die mir ins Bankkonto geschlossen. Und um Neues zu machen, brauche ich einen gültigen Personalausweis. Der ist seit einem Jahr abgelaufen. Kostet auch wieder Geld, hatte ich bisher noch keinen Bock drauf gehabt, Geld auszugeben für den neuen Perso. Dann musste jetzt erstmal das Geld von dem alten Konto auf das Konto meiner Eltern überwiesen werden, damit ich da halt Geld habe, um einen neuen Perso zu holen, damit ich ein neues Bankkonto eröffnen kann. Ja, das ist momentan die Lage. Ich habe noch einen Monat circa diese Maßnahme im Jobcenter. Ich denke mal, dass ich nächste Woche ein Praktikum haben werde. Für 2 Wochen circa. Und dann mal gucken, wie lange es noch dauert, bis ich einen Aushilfsjob oder maximal, wenn es Spaß bringt, Teilzeitjob bekomme. Ja. Ansonsten, ich habe mich immer so stark beerdigt, weil es so viel Stress war, in diesem System wieder drin zu sein, Vollzeit, dass ich wirklich nichts hinbekommen habe nebenbei. Ich konnte mich noch auf meine Ernährung ein bisschen konzentrieren, damit ich nicht ganz verschlungen werde. Aber ansonsten habe ich eigentlich ziemlich viel einfach gezockt und geistig aktiv gewesen. Aber es hat einfach so gestresst, dass ich die Leute verstehen kann, die von der Arbeit nach Hause kommen, sich vom Fernseher setzen. So ähnlich war es bei mir jetzt die ganze Zeit. Ich komme nach Hause und ich hatte keine Konzentration mehr für irgendwas. Man ist einfach so sensibel, dass man einfach so krass reizüberflutet ist, dass man nichts anderes mehr kann, als sich berieseln zu lassen. Das schon seit 2 Monaten. Aber ich habe durchgehalten und ich komme damit jetzt klar. Und ich kann jetzt weiter dahin gehen, ohne dass es mir totalen Stress machen würde. Und zumindest kann ich diesen Stress dann geistig in erster Linie abpuffern und mit zum Beispiel Wurzelgemüse und Nüsse. Ich brauche nichts mehr Schleimbildendes dafür. Keine großen giftigen Sachen oder Fehlkombinationen mehr. Genau, und was noch ziemlich genial ist, das hatte ich sogar noch, während ich teilweise Schleimbildendes gegessen habe, aber jetzt ist es in der letzten Woche stark wieder durchgekommen, dass ich keine Kälte mehr empfinde wieder, dass ich bei 2 Grad im T-Shirt Fahrrad fahre, ohne Probleme. Ja, das wird immer besser und besser. Mir ist einfach nicht mehr kalt. Man fühlt sich einfach so frei und so befreit. Also es kommt jetzt wieder der Status durch, den ich vor dem ganzen Beerdigen mit schleimbildender Nahrung hatte. Also es geht ganz gut weiter momentan, würde ich sagen. Ja, fauler Apfel. Ja, mein Zimmer ist überhaupt nicht aufgeräumt. Wie gesagt, ich komme nach Hause und liege rum total gestresst. Kann mich auf nichts mehr konzentrieren, kann Bock auf gar nichts und dann gebe ich mich dem auch hin. Weil es bringt einfach nichts. Das ist dann einfach zu schmerzhaft und es bringt nichts, wenn man monatelang tagtäglich sich selber nur kaputt macht. Da muss man irgendwo einen Ausgleich haben, wo man dann sich dann mal fallen lässt und nichts tut. Und so könnt ihr euch ungefähr das Zimmer auch vorstellen, was ich jetzt aber nicht filmen werde. Aber man sieht halt schon teilweise. Tja, aber ich bin sehr, sehr positiver Dinge. Bis dann.